Hallöchen, meine Lieben. Ja, es geht weiter. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Es ist auch noch nicht alles da. Aber ich habe mir schon was von Ali bekommen. Faltkarten. Ja, dann war ich im Action. Ich war jetzt eben gerade im Euroshop vom Markauf. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Wir fangen einfach mal mit Ali an. Dafür muss ich einmal gerade mein Ali öffnen. Ich habe es noch nicht geschafft, ja, die Preise für euch rauszuschreiben. Aber das ist ja kein Problem. Ich kann das ja öffnen. Das ist gar kein Ding. So. Also, es geht los mit Ali. Und zwar habe ich mir bei Ali solche kleinen Muschelsplitterchen bestellt. Da ist relativ wenig drin. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass das was anderes ist, was kommt. Weil so sieht das Bild bei Ali aus. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Ich habe es viermal bestellt, jeweils 93 Cent. Die kippe ich mir zusammen. Und dann denke ich mal, ist ein so ein Ding voll. Und dann ist das auch okay. Also wie gesagt, viermal, jeweils 93 Cent. Dann habe ich ein paar Lünetten bekommen. Wir arbeiten mal von oben nach unten. So, das sind die ersten. Die Lünetten, die kommen von Ali, sind alle in Gold. Ich finde irgendwie keinen schönen silbernen. Was mich da nur ein bisschen, ja, ein bisschen ärgert, dass der Rand bei diesen hier dicker ist, ne? Muss ich mal gucken, wie das nachher klappt mit dem Abkleben. Aber die hier sind gekommen, sind 5 Stück drin für 1,16 €. Schön sind sie ja, gerade mit den Sternen. Die kann man richtig schön auch in Nachtleuchtfarben machen. Ich lasse mir da für euch auf jeden Fall mal was einfallen. Dann als nächstes kommt das hier. Das habe ich zweimal bestellt, jeweils 75 Cent. Da sind 3 verschiedene drin. Wir haben einmal hier den runden mit dem Kätzchen oben drauf. Dann haben wir einen runden mit einem Häschen oben drauf und einen runden mit einem Wowi oben drauf. Das habe ich zweimal. Die fand ich ganz niedlich. Gerade weil es auch mal so ein Mischpack ist. Als nächstes haben wir diese hier. Und zwar sind die von Alice im Wunderland. Und die sind gehalten wie so eine Taschenuhr. Ich habe erst gedacht, man könnte das hier oben bewegen, aber es ist leider nicht so. Es sind 5 Stück für 1,18 € und die finde ich mega niedlich. Da sieht man halt hier die Alice, hier ist der Hase. Finde ich mega, mega süß. Und da sind in dem Paket 5 Stück drin. Die sind auch nicht gerade leicht, also die haben richtig gut Gewicht. So. Dann haben wir als nächstes diese hier. Da sind jetzt 2 Stück drin für 1 €. Und zwar hier einmal die Katze mit den Blümchen. Und einmal die Katze mit den Sternchen. Finde ich mega süß. Schade, ich hätte sie mir zweimal besorgen sollen oder sogar dreimal. Naja, aber es kommen ja noch mehr. Ich habe noch 2 etwas größere Bestellungen offen bei Ali. Ich habe auch wieder was im Warenkorb drin. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. So, und dann kommen die hier. Da sind 5 Stück. Und zwar sind die fast so wie die mit den Sternchen eben gerade, nur halt mit Herzchen. Und die haben die 5 Stück gekostet auch 1,19 €. Und die finde ich mega, mega süß. Also die gefallen mir richtig gut.
Ja, dann kann ich jetzt mit meinem UV-Harz richtig loslegen. Da wird es auf jeden Fall auch Video geben. Ja, das werde ich mit euch zusammen machen. So. Als nächstes machen wir mal weiter mit Faltkarten. Das habe ich als nächstes hier oben liegen. Ich habe ein bisschen Papier bestellt. Ich habe ein Album, den ich gerade innen mache. Und da geht jetzt so viel weißes Papier drauf. Und zwar habe ich einmal DIN A4 bestellt. In 300 Gramm, 25 Stück. Die haben gekostet 6,75 Euro. Das heißt, es sind pro Bogen 27 Cent. Das ist okay. Es sind 25 Bögen drin. Da kann ich mit leben. Ist für mich, wenn ich Cardstock haben will, mit eins von den besten Anbietern, weil die wirklich, also diese 300 Gramm, das ist ein richtig schönes, dickes Papier. Wie gesagt, ich bin ja gerade eh dabei, ein Album zu machen. Also das ist richtig stabil als Grundlage für Alben. Finde ich das echt super. Dann habe ich mir das Weiße auch nochmal bestellt. In A4. In 240 Gramm. 25 Blatt. Die haben gekostet 5,75 Euro. Liegt also pro Bogen bei 23 Cent. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, die sind halt etwas dünner wie die anderen eben gerade. Und ich habe mir das 12x12 Inch Papier geholt. 2x12 Bogen in Weiß. 240 Gramm schwer. Da hat... da haben die beiden zusammen gekostet 10,80 €, das heißt 5,40 Euro für 12 Bögen. Sind wir bei einem Preis von 45 Cent pro Bogen. Aber mit denen arbeite ich halt sehr, sehr gerne. Gerade so in dem Bereich mit den Alben. Und ich habe mir das auch nochmal in Schwarz bestellt. Das hatte ich bisher noch gar nicht. Braucht man ja auch immer mal, auch wieder 12 Stück drin, 240 Gramm schwer, zweimal das Ganze und auch da 5,40 Euro für 12 Mal, also für 12 Bögen, das heißt 24 Bögen für 10,80 € und auch da 45 Cent pro Bogen. Als Dankeschön gibt es bei Faltkarten immer so eine Kleinigkeit und die sind diesmal richtig süß geworden. Also die gefallen mir auch richtig gut. Werde ich auf jeden Fall verarbeiten. Die anderen habe ich auch noch hier liegen von den vorherigen Bestellungen. Aber die hier finde ich ganz süß. Mit dem Danke und frohe Ostern und dann halt diesen beiden Tiermotiven. Finde ich ganz niedlich. So, dann kommen wir zum Action. Muss ich mal gerade mein Tütchen herholen. Ich habe ein bisschen was geshoppt. Ich zeige euch gleich, was es ist. Ich leere einmal mein Tütchen, dann haben wir. Dann habe ich die hier parat. Und zwar habe ich mir ein paar Perlen gekauft. Hier einmal die kleineren und da die größeren. Da sind immer 30 Gramm pro Tütchen. Und das gleiche dann auch, das heißt das gleiche, die sind von der Form her ganz anders, in Rot. Und rund gemusterte in Gold. Pro Tütchen 99 Cent. Dann habe ich mir wieder die Permanentmarker geholt. Ich nehme sonst immer die von Edding. Aber ich wollte die mal ausprobieren, weil die vier kosten wirklich sage und schreibe 52 Cent. Ich brauche ja eh hauptsächlich die schwarzen, um Sachen zu umranden, also Designpapier zu umranden. Da sind die schwarzen echt super, deswegen durften die mit. Dann habe ich ganz neu gefunden Rainbow Tape. Das ist so ein, ja, wie Tesafilm. Nur halt in Regenbogenfarben, also das irisiert richtig schön.
Da sind 6 Rollen drin, jeweils 2 Meter drauf, 1,2 cm breit. Und ihr bekommt da sogar noch so einen kleinen Abroller immer mit dabei. Und das habe ich in 2 verschiedenen Farbausführungen gekauft. Ich glaube, es gab auch nur die beiden. Aber ich finde das ganz süß. Kann man immer mal schön Post mit zukleben. So Tauschpost, also finde ich ganz cool. Gekostet haben die jeweils 99 Cent. Ja, und worüber ich mich mega freue, ich habe die neuen Stifte bekommen, die Buntstifte. Hier haben wir einmal die Variante mit dem Gelb, Orange, ja, so ein Orange, Rot, Braun. Und ich habe keine Ahnung, was das so sein soll. Die sind jetzt ganz neu. Die werde ich auch gleich nochmal mit euch zusammen testen. Ich habe so das ein oder andere noch an Stempelabdrücke, was ich gerne kolorieren möchte. Also da gibt es einmal diese mit diesem orangenen Hintergrund. Dann gibt es hier mit einem pinken Hintergrund. Da habt ihr so die Pinktöne, Rot ist mit dabei. Ja, Orange, Pink, Light Beige. Also so ein Beige-Ton. Bin ich auch ganz gespannt drauf. Dann gibt es mit einem lila-blauen Hintergrund. Und da haben wir dann so ein Lavendelpink, die Blautöne, Grün, Silber, Dark Grey, Light Lead Grey, Lead Grey, Blue Grey. Finde ich auch ganz cool. Und mit einem grünen Hintergrund. Und da habt ihr so die Farben von Grün, also alles möglich an Grün, dann Dark Grey, Dark Lead Grey, Schwarz. Wie gesagt, die werde ich gleich auf jeden Fall noch mit euch zusammen ausprobieren als Produkttest. Ich denke, dass den Produkttest werdet ihr bestimmt vor diesem Video sehen, weil ich sammle ja meine Holz immer ein bisschen, damit das nicht so ein Kleckerkram wird. Aber da freue ich mich tierisch drüber. Da hat jetzt eins gekostet. Da war ich ein bisschen angefressen. Am Regal steht 1,99 €. Kosten tun sie aber 2,19 Euro. Diesmal hieß es, nee, wir machen das nicht im Preis überschreiben. Entweder ich bezahle die 2,19 Euro oder ja, sie bleiben halt im Laden. Und dann habe ich gedacht, so, nee, komm, dann zahlst du das halt, ne? Aber ich finde, da müssen sie auf jeden Fall mal gucken, dass da die Preise auch stimmen, weil, ja, ist halt nicht gerade toll, ne? Ich mache jetzt mal ein so ein Döschen mit euch zusammen auf. Ich bin immer auf der Suche gewesen nach richtig guten Buntstiften. Ich war schon überlegen mit dem Polychromos oder die Prismacolor. Aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, probierst du die hier aus. Na? Ui, jetzt habe ich sie durcheinander gewürfelt. Die sind von der Stiftform dreieckig. Ihr habt hier auch die Farbnummern mit draufstehen. Das sind Premium-Qualität von DecoTime. Ja, also ich bin gespannt. Die sollen sehr soft zu malen sein. Schauen wir mal, ne? Das werde ich gleich auf jeden Fall noch mit euch testen, weil da bin ich einfach zu neugierig für, das nicht zu tun. Ja, die durften dann auch mit. Dann war ich eben gerade noch in einem 1-Euro-Laden von Markau. Jetzt wird sich meine liebe Sanni freuen. Ich wollte hier aus Holland immer mal so Aufbewahrungsboxen mitbringen. Habe ich aber leider nicht mehr bekommen. Jetzt habe ich aber bei uns in dem 1-Euro-Shop welche ergattern können. Und da kriegt sie 8 Stück von ab. Also insgesamt konnte ich jetzt ergattern 11 Dosen, jeweils für 1 Euro. 3 behalte ich für mich. Und 8 kriegt meine liebe Sanni. Und ja, genau. Ich zeige sie euch gleich mal von innen. Ich wollte jetzt nur mal einmal alle raussuchen. So, also 11 Stück.
die schiebe ich mir jetzt mal einmal hier hinter die Kamera. Entschuldigt bitte. Einmal hinter die Kamera. So, und zwar sind die sehr schön, weil die sind richtig schön von den Größen her. Und die Fächer sind abgerundet. Das heißt, wenn ihr so Kleinkram da drin habt, könnt ihr das richtig schön rausnehmen. Finde ich ganz cool. Und Sani, also du kriegst 8 Stück ab. Ja, dann habe ich mir noch zwei Fenstertücher gekauft. Ja, zum Fenster abledern, wenn ich am Fenster putzen bin. Auch da jeweils 1 Euro. Ich glaube, ich habe es, glaube ich, wirklich. Ja, ich habe für alles 1 Euro bezahlt. Bis auf die Tragetasche. Also da dürfen 2 mit. Das ist jetzt mal Nonnenbasteln. Dann habe ich so süße Servietten gefunden. Auch da das Paket für 1 Euro. Da will ich noch so schöne Osterbildchen machen. Und ich fand das Motiv mit dem Häschen ganz süß. Da werde ich auf jeden Fall Rest auszaubern. Dann habe ich mir solche Klarsicht-Zipperbeutel noch mitgebracht. Kann man nie genug haben. Und da sind verschiedene Größen drin. Also wir haben hier jetzt sehr ganz große drin. Ihr habt hier drin 15 Stück in 5 x 9 cm, 15 Stück in 7,5 x 15 cm und 15 Stück in 12,5 x 20 cm. Da durfte auch eine mit. Habe ich da wirklich nur eine von genommen? Ja, anscheinend. Dann habe ich mir, also morgen beginnt ja der erste Kurs. Ich knister mal gerade erst zu Ende. Der erste Kurs für meine eventuelle Umschulung. Und ja, jetzt habe ich gedacht, komm, holst du dir noch ein Federmäppchen, wo ich so ein paar Stifte halt zusammenfassen kann, so zum Schreiben. Und ja, da durfte natürlich die Pinke mit. Ganz schlichtweg pink. Und auch die hat nur 1 Euro gekostet. Muss jetzt auch nur für diese Umschulungsmaßnahme herhalten. Ansonsten brauche ich die halt weniger. Dann auch für die Umschulung, also für das habe ich mir Textmarker geholt. Wenn ich irgendwas mir anmarkern muss, dann habe ich da die Textmarker. Auch für 1 Euro. Und ich denke mal für 1 Euro, mein Gott, lasse so lange halten, wie sie halten. Dann ist das schon okay. Gerade mal gucken, ob sie auch schreiben. Also der grüne einwandfrei. Der gelbe auch. Pink schreibt auch. Und orange auch, also das ist okay, reicht mir voll und ganz aus. So, und ich habe mir noch geholt kleine Schnapsgläschen, da sind 25 Stück drin für 1 Euro. Manchmal brauche ich nur solche kleinen, um Resin irgendwie anzumischen oder mal irgendwas parat zu legen. Und ja, meine sind mittlerweile aufgebraucht. Ich habe zwar auch die aus Silikon, diese kleinen, sind aber teilweise schon fast zu klein, weil das sind solche ganz, 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 ganz Mini-Dinger. Ich weiß gar nicht, habe ich die jetzt hier? Nein, habe ich jetzt hier nicht am Tisch liegen. Aber die durften dann halt auch nochmal 4-mal mit. Ja, morgen filme ich euch noch was ab, wenn ich dazu komme. Ich habe morgen, ja, wie gesagt, ab morgen die Maßnahme für 2 Wochen. Und ja, dann entscheidet sich, wie es bei mir weitergehen wird in meinem Leben. Und ja, das war es jetzt erstmal für heute. Aber das andere seht ihr ja gleich im Anschluss. So, bis dann.
So, nun geht es Schlag auf Schlag weiter. Und zwar habe ich heute Ali bekommen und ich habe mir ein neues Schneidebrett geholt. Ich habe leider ein bisschen Pech gehabt mit meinem. Es ist mir einmal runtergeknallt und ja, was soll ich sagen, es schneidet nur noch schief. Ich werde es trotzdem noch weiter nutzen für Projekte, wo es nicht ganz so wichtig ist. Das heißt, Designpapier schneiden eventuell oder mal hier oder da eine Kleinigkeit schneiden für Karten und so. Das Schneidebrett zeige ich euch aber gleich, weil das größer ist. Deswegen werde ich dann gleich die Kamera einmal runternehmen und es euch nochmal so zeigen. Ja, zuallererst wollte ich jetzt damit anfangen. Es ist von Ali. Es sind noch Lünetten gekommen. Mein Gott, jetzt kam ich doch gerade nicht drauf. Die wollte ich euch jetzt zuallererst zeigen. So, also das sind nicht gerade wenig. Und wir fangen da auch einfach an. Und zwar habe ich mir bestellt. Einmal diese hier, die fand ich mega, mega süß. Sind 5 Stück drin, haben gekostet 1,04 € und die finde ich so niedlich. Also richtig, richtig klasse. Was mir wohl aufgefallen ist, wenn ich so jetzt drauf gucke, die sind verbogen. Aber die kann man ja wieder ein bisschen richten. Das ist ja gar kein Problem. Ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass man sie halt passend gerichtet bekommt. So, und schon ist sie wieder gerade. Also wie gesagt, da sind 5 Stück drin für 1,04 €. So, dann kommt das nächste Tütchen. Das sind auch 5 Stück. Sich noch ein Stück Draht mit drin verirrt. Und zwar guckt euch das mal an. Ist die nicht niedlich, diese liegende Katze? Also 5 Stück für 1,05 €. Und die fand ich so süß. Die musste einfach mit. Total niedlich. Zu dem nächsten sind auch wieder 5 Stück drin. Für 1,04 €. Und zwar, man sieht es vielleicht schlecht, es sieht auf Anhieb aus wie ein Auto. Aber das ist so ein kleiner, süßer, ja, ich weiß nicht, ob es ein Hund, ein Häschen oder so. Auf jeden Fall ist hier der Kopf mit den Ohren. Hier haben wir die Füße und das ist das Hinterteil. Hier ist jetzt zum Beispiel noch ein Stück Draht gewesen. Das habe ich jetzt auch gerade entfernt. Ja, fand ich auch mega süß. Ich freue mich schon drauf, mit euch so ein paar davon fertig zu machen. Dann kommen wir zu denen hier. Da habe ich 3 Tüten von bestellt für 88 Cent. Das sind Mischtütchen. Ihr seht, das Gold ist ein bisschen anders wie diese. Also das nennt sich da, glaube ich, KC Gold. Da haben wir einmal die beiden Katzen mit dem Stern in dem Runden. Und dann sind da solche Kleinteile mit dabei, die man auch mal ganz gut so fertig machen kann. Da sind alle 3 Tüten gleich vom Inhalt für 88 Cent. Habe ich gedacht, da kann man noch gleich alle 3 bestellen, also dreimal bestellen. Also eigentlich richtig, richtig niedlich. Dann kommen wir hier zur nächsten Tüte. Auch dort sind wieder 5 Stück drin.
Und zwar ist das ein Kätzchen mit 3 Luftballons, was nach oben gezogen wird. Fand ich auch richtig süß. Also, gefallen mir richtig gut. Und die sind auch wieder in einem richtigen Goldton. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich meine, wo ich jetzt so 5 oder so habe, werde ich eh mit meiner lieben Sunny ein bisschen teilen. Dann kriegt sie jeweils einen ab. Und dafür gibt sie mir welche in Silber. Weil in Silber habe ich bisher noch nichts Vernünftiges gefunden. So, dann haben wir das nächste Tütchen für 1,14 Euro. Und zwar ist das eine Katze, die heult. Hier dann richtig mit der Wasserlache. Auch mal was ganz, ganz anderes. Irgendwie komischerweise habe ich fast nur Kätzchen. Sollte mir zu denken geben. Aber auch mega süß. Also 5 Stück für 1,14 Euro. Hier kommt das nächste Tütchen. Wieder 5 Stück. Und auch für 1,14 Euro. Und zwar ist das ein Kätzchen, was mit einem Ball spielt. Finde ich auch richtig süß. Gefällt mir ganz gut. Jetzt habe ich sie verhakt. Mensch, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Ja, keine Ahnung. Ich bin Zauberer. So. Ja, und dann kommen die letzten 3 Tütchen. Auch die sind gleich. Auch da sind 3 Stück drin. 3? Ne, 4 Stück. Für 88 Cent. Und zwar haben wir da einmal drin eine Giraffe. Dann haben wir hier ein Kätzchen von hinten. Hier ist noch ein Kätzchen. Das könnte aber auch ein Hund sein. Wegen den Ohren, das ist auch möglich. Und ein Horn. Davon habe ich 3 Tüten bestellt für 88 Cent jeweils. Das ist auf jeden Fall günstig. Ne? Ich habe schon mal so zwischendurch bei Dorian Beats geguckt. Aber ich finde, da sind die definitiv irgendwie teurer als bei Ali. Deswegen, ja, habe ich sie dann bei Ali bestellt. Es kommen auch noch mehr, also es ist noch eine große Bestellung offen. Es kommt aber alles von einem. Ich hoffe, dass die so geil sind und die, ja, die Menge teilen, weil, ja, ich bin ein bisschen über den zollfreien Betrag drüber. Das ist eine Bestellung von, was waren das, etwas über 27 Euro. Ja, wir schauen mal, ne? So, und jetzt kommt das neue Schmuckstück, mein neues Schneidebrett. Das werdet ihr so gar nicht komplett sehen. Da nehme ich euch nämlich jetzt mal einmal aus der Halterung raus. So, und zwar ist das jetzt ein Hebelschneider. Da ist die Sicherung hier unten, dass es nicht so aufgeht. Ja, von den Maßen ist das 12 x 13 Inch, meine ich, sind das. Ja, genau. Ne, 13 x 18 Inch. Also 13 so, 18 so. Ja, habe ich gekauft bei Nähwelt. Nähwelt Flach heißt es, glaube ich. Warte. Ja, Nähwelt Flach. Ich werde euch den Link einfach mal in die Infobox setzen. Hat gekostet 34,90 Euro, kostenloser Versand.
Und ja, da werde ich dann jetzt in Zukunft meine Projekte mitschneiden. So, was ich jetzt schon so sehen konnte, also dies ist schon richtig scharf. Ist definitiv nicht verkehrt, auch mit einem schönen Griff zum Festhalten. Also gefällt mir ganz gut. Hier sind wir dann bei 33 cm in der Breite und 38 hoch, also 13 x 18 Inch. Ja, da kann nichts mehr schief gehen beim Schneiden. So, und dann sehen wir uns bei den nächsten Sachen. Bis gleich. So, nun geht es schon weiter. Und zwar habe ich mir aus dem Real, ich mache euch mal ein bisschen höher, könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Und zwar habe ich mir da eine Silikonform gekauft mit Mini-Donuts. Die fand ich ganz cool, auch für Schlüsselanhänger. Und ja, habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir mal mit. Die war jetzt nicht günstig, also die hat gekostet 7,99 €. Aber da ich dann halt eine Form habe, entschuldigt bitte für den Lärm, um wieder ein neues an Schlüsselanhänger zu machen, fand ich das okay. Die sind jetzt matt, also die muss ich, wenn ich sie mache, lackieren. Aber das ist ja nicht das Problem. Das kann man ganz gut machen. Und dann richtig schön Schlüsselanhänger. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, die zu benutzen. Und ich habe noch was bekommen, und zwar von Kreativbund. Ich habe bei Kreativbund bestellt. Das wollte ich euch auch einmal zeigen, was es da gegeben hat für mich diesmal. Und zwar habe ich mir, ich muss mal gerade gucken, habe die Rechnung ja auch noch drin liegen. So, jetzt hole ich euch wieder ein bisschen runter. Und zwar habe ich mir so einen Embossing-Pen geholt von X-Cut. Den habe ich immer gesehen. Und zwar hat der so verschiedene Tools drin. So ein Steel-Tool, also drei Stück von 2 mm, 1,5 und 1 mm. Und ein Picking-Tool. Fand ich ganz, ganz nice. Ich wollte ihn schon länger bestellen, aber immer wenn ich zum Bestellen kam, gab es ihn nicht mehr. Da musste die liebe Vera nachbestellen. Und ja, ich habe es halt gerne, dass ich nicht lange drauf warten muss. Deswegen, da habe ich jetzt hier, da ist ein bisschen Papier angeklebt. Also das ist wie so ein mehrfarbiger Kugelschreiber. Und dann kann man den runter machen und dann kommen die Tools da raus. Das ist das Picking Tool. Ich hoffe, es stellt jetzt scharf. Das habe ich schon bei regelmäßig bei anderen YouTubern gesehen und ich fand das eigentlich ganz cool. Deswegen durfte der auf jeden Fall mit. Und der hat gekostet, wo haben wir ihn? 6,45 €. Ist jetzt auch nicht ganz günstig, aber auch nicht sehr teuer und da freue ich mich auch drauf, den zu benutzen, weil er ist schön. Damit kann man definitiv gut arbeiten. Und ja, deswegen musste er auf jeden Fall diesmal mit, weil es ihn gab. Dann habe ich mir ein paar Stempelchen bestellt. Und zwar habe ich, mal gerade gucken, genau, wir fangen mal mit den Lawnfawn-Stempel an. Das ist der Get Well Soon. Genau. Liegt bei Kreativbund bei 3,95 € und ich fand das so süß, gerade auch mit dem Pflaster und den Spruch, wenn man mal wirklich gute Besserungskarten macht, dann hat man einen schönen Stempel mit dabei und finde ich ganz süß, auch mit dem Küken. War ganz niedlich. Dann habe ich von Craft Emotions deutsche Sprüche bestellt. Da haben wir dann so wie alles Gute, alles Liebe für dich, ich liebe dich, das Baby ist da, ich liebe dieses Leben, gute Besserung, los geht's, für dich viel Glück, du bist einzigartig, nochmal viel Glück, herzlichen Dank,
alles Gute. Du bist der oder halt die Beste. Da muss man gucken, was man braucht. Dankeschön, ich mag dich. Lieblingsmensch, Gratulation, herzlichen Dank. Du schaffst das. Sag niemals nie und gute Besserung. Fand ich ganz cool. Der musste auf jeden Fall auch mit. Lichtpreislich bei 5,45 Euro. Das ist auch nicht gerade teuer. Und auch da freue ich mich drauf, dass ich dann endlich mal gute deutsche Sprüche habe. Dann durfte einer mit von Gerda Steiner. Und zwar ist das der Nerdy Easter Bunny. Preislich liegt er bei 7,95 €. Aber gerade auch mit dem mit der Sprechblase und das Kaninchen, das ist doch wohl mega süß, oder? Und dann halt hier auch der Rasen mit den Eiern. Da werde ich auf jeden Fall schöne Osterkarten draus machen. Fand ich ganz süß. Deswegen durfte der auch mit. Dann habe ich mir ein Stempelset von Doodlebug geholt. Und zwar ist das der So Much Pun, der Far Out. Da haben wir halt alles so, was mit dem Weltall zu tun hat. Hier haben wir eine Erde, Sterne. Hier sind noch Gesichter mit bei, die man auf die Planeten setzen kann. Auch mega niedlich. Hier ein halber Mond, das UFO. Und halt auch Sprüche mit bei. Far out, your spatial, you rock my world, have a blast, have a stellar birthday, love you to the moon and back und greetings. Der durfte auf jeden Fall auch mit. Die sind etwas teurer von Doodlebug, aber das war es mir wert. Die kosten 14,95 €. Aber dafür hat man echt gute Stempel. Dann durfte noch einer mit von Doodlebug. Und zwar ist das der Dino-Mite. Ist halt alles so, was mit Dinos zu tun hat. Hier haben wir einen Vulkan mit dabei. Ein paar Blätter sind mit dabei. Und halt auch Sprüche. Aurorable. Enjoy the adventure. Your Dynamite. Awesome. I love you. Das fand ich auch richtig niedlich. Deswegen musste der definitiv auch mit, auch für 14,95 €. Ja, und dann habe ich mir bei manchen YouTubern angeguckt, diese Turnabout Stamps von Court and Ninth. Und ich habe den genommen Hugs and Kisses. Und die werden rundherum gestempelt und ihr habt dann richtig schön rundes Emblem oder man kann sie auch einzeln stempeln. Und da sind halt auch Sprüche mit bei. So loved, love, XOXO, thinking of you, hugs and kisses, I adore you, all the fields, with love from all of us, happy Valentine's Day and happy singles, honest day. Und dann halt noch ein paar Herzchen mit dabei. Und der große wird rundherum gestempelt. Das werde ich auf jeden Fall mit euch zusammen machen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ja, der musste mit, den wollte ich gerne mal probieren. Bevor ich mir die großen irgendwann mal davon zulege, musste der erstmal herhalten. Und der kostet 8,95 €. Und ja, den werde ich auch mit euch zusammen dann ausprobieren. Ja, ihr wisst ja, ich bin Nupodrops süchtig. Deswegen mussten auch ein paar Nupodrops mit, wie immer, bis ich das komplette Set voll habe. Ich habe diesmal 7 Stück bestellt. Ich mache die jetzt gerade auf und dann zeige ich sie euch. Und dann machen wir die auch auf meinem Color Sheets zusammen. Die Nufo Drops haben gekostet 2,95 €. So ein paar fehlen mir ja noch. Die hole ich mir jetzt so nach und nach. Wenn ich mal bestelle, kommen immer ein paar mit dabei. Es
gibt ja bald, glaube ich, oder es gibt sogar schon neue Farben. Diese ganz neue Kollektion. Falls ihr im Hintergrund hört, dass es laut wird, das ist unser Vermieter, der ist am Rasen. So, und zwar habe ich mir die Farben geholt. Raspberry Pink. Ihr hört den Rasenmäher bestimmt, ne? Dann durfte mit der Rohrrabe Crumble. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dann die Crystal Drops Gloss Double Denim. Dann habe ich mir den bestellt, den Antique Rosé. Der Copper Penny. Der Wedgewood Blue. Finde ich richtig schönen Farbton. Und den Gloss English Mustard. Mustard, also englische Senf heißt das, glaube ich, übersetzt. Die durften mit. So, ich habe hier schon meine Color Sheets passend gelegt. Wie gesagt, ich habe ja schon einige, aber halt, ja, ich möchte sie alle haben. So nach und nach dürfen die dann mit. Der ist voll. Und von den Nuru fehlen mir halt noch das ein oder andere. So, fangen wir mal an hier den... Ne, wir gucken mal. Buttermilk habe ich nicht, den Copper Penny. Da machen wir immer wieder... Ein sehr schöner Farbton, richtig schön, so ein Metallkupfer, der ist echt gut. Dann haben wir das Antique Rosé, das kommt hier hin. Wenn ihr mal auf der Suche seid nach solchen Listen, schaut mal bei Kreativ Bunt in der Facebook-Gruppe. Die liebe Ginger von Wiesenbrecht heißt sie, glaube ich. Die hat die Farben nochmal alle aufgeführt. So, dann haben wir den Raspberry Pink. Und sie hat sie halt so fertig gemacht, dass man sie da runterladen kann von der Facebook-Seite und sich die ausdrucken kann. Aber ich habe die ja schon. Da muss ich die nicht nochmal ausdrucken. So, dann haben wir... Mal gerade gucken, wer kommt als nächstes. Der Wedgewood Blue. Das ist dieser Farbton. Oh, da ist jetzt eine Luftblase drin. Auch ein richtig schöner Farbton. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. So, dann haben wir als nächstes... Muss ich mal gerade gucken. Den Rhubarb Crumble. Also das ist ein richtig, richtig hübscher Pinkton. Ich werde euch da gleich auch von den neuen Farben noch Bilder mit reinpacken, dass ihr sie richtig sehen könnt. So, dann haben wir den English Mustard. Der ist hier unten. So, aber den Double Denim, den gibt es hier auf meiner Liste noch nicht mal. Oder habe ich ihn jetzt einfach nur übersehen? Was hat er denn? 691. Ne, der ist hier nicht drauf. Dann machen wir den hier mit drauf. Also den gibt es auf dieser Liste nicht. Es kann sein, dass die Liste einfach nicht aktuell ist.
Stift, ich mir kaufe. Ich hatte hier doch meinen Folienstift da. So, dann haben wir die 691 N und das ist der 6 Double Denim. Das ist ein Gloss, deswegen mache ich hier oben das G mit hin. Ah, mein Stift schreibt nicht mehr so gut. Diese Liste mit drauf. Auch ein sehr, sehr schöner Farbton. Ja, gefallen mir sehr gut. Ich mache euch da jetzt gleich noch von den neuen Farben, wie gesagt, die Fotos setze ich mit rein. Dann könnt ihr euch die noch mal genau angucken. Genau, so machen wir das. Ja, ihr Lieben, ich warte jetzt noch auf 2 Bestellungen. Auf eine. Und zwar von Ali. Und wenn die da ist, werde ich das Video dann beenden. Aber bis dahin, ja, sehen wir uns dann gleich wieder. Ihr müsst ja nicht lange warten. So, bis gleich. Ja, ich würde sagen, es geht einfach weiter mit dem Haul. Ich habe ein bisschen was aus dem Bastelladen. Das ist jetzt nicht unglaublich viel oder so. Und ich musste noch einmal kreativ bunt bestellen, weil die liebe Vera ja was ins Programm gekriegt hat, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ja, da konnte ich gar nicht anders, als noch eine Bestellung zu machen. Ja. Genau, so sieht's aus. Wir fangen an mit dem Bastelladen. Jo. Entschuldigt bitte. Da hat sich gerade mein Schneidebrett verabschiedet. Wie gesagt, ich habe nicht viel aus dem Bastelladen. Und zwar ist das hier bei uns in Osnabrück der Bösner. Ich denke, der ein oder andere wird das auch von sich aus so in der Stadt kennen, weil ich glaube, das ist eine Kette. Die gibt es, glaube ich, an mehreren Standpunkten. Und zwar habe ich bei Bösner einmal so ein von Marabu ein 3D-Liner gekauft. Damit könnt ihr überall drauf malen. Ich habe mir jetzt so gedacht, ich bin immer noch nicht zufrieden mit den ganzen Sachen da. Ja, wenn ich irgendwo was Glanzvolles haben möchte, das heißt ein Luftballon oder so. Ja, ich versuche euch mal gerade wieder ein bisschen zurückzustellen. So, diese Lichtreflexe. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal diesen 3D-Liner aus. Das ist Plusterfarbe, das heißt, die plustert so ein bisschen auf. Ob das damit funktioniert, wenn ich koloriert habe, um wirklich halt diesen Glanzeffekt passend hinzulegen. Das ist mit so einer Spitze. Das werdet ihr bestimmt kennen, wie zum Beispiel von Window Color, nur als kleines Beispiel. Da sehen die fast genauso aus.
Ihr könnt hier auf vielen Oberflächen arbeiten, von Papier, Holz, Metall, Glas, Leder, Plastik, Textilien bis 20% Kunstfaseranteil. Trocken dauert hier allerdings 6 bis 12 Stunden. Ja, aber das werde ich einfach mal austesten. Gucken, wie es mir gefällt. Achso, dafür habe ich bezahlt 2,34 Euro. Ich meine zwar, dass da irgendwas mit 3,49 am Regal stand, aber es ist mit 2,34 über die Kasse gegangen. Ja, sind wir doch froh drum, ne? Dann habe ich mir noch ein paar Magnete geholt. Und zwar sind das so Scheibenmagnete. Die sind relativ dünn. Und zwar möchte ich die haben für meine Stempelhilfe, weil das sind extra starke Magnete. Das heißt, die haben hier immer noch so einen Schutz zwischen. Und die sind wirklich extra stark. Also die haben immer noch so ein Plastikteil dazwischen, damit man sie überhaupt noch abkriegt. Na? Ja, das war jetzt natürlich ganz gekonnt. Die werde ich benutzen noch für meine Stempelhilfe. Wenn ich zum Beispiel Stempel habe, die ja ziemlich klebrig sind, die ziehen ja immer das Papier mit hoch. Normalerweise mache ich das dann halt mit Washi-Tape fest. Aber manchmal reicht das nicht und deswegen habe ich mir die hier geholt. Da sind 8 Stück drin. Die haben eine Tragkraft bis 2 Kilo. Größe, das Durchmesser sind 2 cm, die Dicke sind 1,5 mm. Das müsste eigentlich genau passen. Gekostet haben die 7,10 Euro. Ist jetzt nicht gerade günstig, aber wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, bin ich auch bereit, dafür halt einfach ein bisschen mehr auszugeben. Dann durften noch 2 Stempelsets mit von Viva Decor. Und zwar haben wir hier einmal das Silikonstempelsprüche 1. Ist dann halt mit Do What You Love und Love What You Do, Shining Like a Star, Daydream, Hope, Hello Sunshine, Love and Happiness und dann ist hier so ein größerer bei mit Beauty, Life, Love, Happy, Big, Moment, Home, Friend, Dream and Love. Finde ich super. Der hat gekostet 5,60 Euro. Die sind ja von Viva Decor immer relativ günstig. Und dann ist es noch ein Viva Decor geworden und zwar mit verschiedenen Blättern. Der lag bei 5,25 Euro. Ja, da sind halt verschiedene Blätter drin, die ihr in verschiedenen Grüntönen richtig schön stempeln könnt. Ja, der musste einfach auch noch mit. Der hat gekostet 5,25 Euro, habe ich glaube ich gerade gesagt. So, das war der Bastelladen. Jetzt kommen wir zu der Bestellung bei der lieben Vera von Kreativ Bunt. Ich werde mir gerade alles vorbereiten. Einmal die Rechnung. Dann alles ein bisschen rauskramen, dann kann ich den Karton nämlich schon beiseite tun. So, zum einen konnte ich diesmal nicht dran vorbeigehen und zwar habe ich mir das Kreativ Bunt Magazin geholt. Das ist die erste Ausgabe. Die liebe Vera hat ja, sich überlegt, ein Magazin zu machen. Den Inhalt kann ich euch leider nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ich da nachher sonst Probleme mit der lieben Vera bekomme, aber da habt ihr so einiges drin. Ein Babyalbum wird gezeigt, wie es gemacht wird. Dann kolorieren mit den Polychromos zum Beispiel. Ein beleuchteter 3D-Rahmen. Wissenswertes über die Distress-Oxide. Ja, ein super, super Heftchen. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen durchgeblättert. Das sind halt zum Beispiel bei der Nummer 1 dann auch Anfängerecke mit dem Stempeln. Was muss man beachten? Was braucht man? Und ja,
ist ein super tolles Ding. Dann hat die liebe Vera ja auch regelmäßig Kartensketche und da sind dann halt ein paar Beispiele von der Community, wer was gemacht hat. Und ja, einfach Kreativität sammeln, ne? Das kostet 6,95 €. Aber das, ich finde das toll. Endlich mal eine vernünftige Bastelzeitschrift, wo es nicht immer hier um Werbung, dies, das, jenes, bam, bam, bam geht, sondern wo es wirklich auf den Punkt gebracht wird. Ne? Kann ich euch sehr ans Herz legen. Mir gefällt die sehr, sehr gut. Ja, ich habe mir ein bisschen CC-Design bestellt. Ja, das ist überwiegend CC-Design geworden. Ich bin mal gerade am Sortieren. Wir fangen mal mit den Stanzen an. Jetzt geht mein Stuhl auch noch runter. So, und zwar habe ich mir das Tech-Stanzset gekauft. Das ist dieses Tex Galore, das ist CCC 43. Damit könnt ihr Text machen, also richtig schön ausstanzen. Und ihr habt dann halt zur Lochverschönerung dann auch noch so kleine Sachen mit dabei. Finde ich tipptopp. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gekostet haben die jetzt 16,95 €. War das teuerste aus meiner Bestellung. Aber ja, sowas in der Richtung habe ich noch nicht. Und ja, werde ich auf jeden Fall mit euch mal zusammen ausprobieren. Ne? Einfach mega cool. Dann hat die liebe Vera neu von CC Design die Einhornstanzen ins Programm genommen. Und zwar haben wir hier einmal einen mit Cupcakes. ja, die werde ich mit euch auch einmal zusammen machen. Einfach mal testen zusammen. Und ja, freue ich mich auch schon drauf. Dann werdet ihr auch sehen, wie sie komplett aussehen. Das ist jetzt das Cupcake Unicorn. Das ist dreimal das C und die 69. Das liegt bei Cupcake Unicorn 7,95 €. Dann haben wir hier noch ein Unicorn, also noch ein Einhorn, auch als Stanze. Und zwar ist das das Bow Unicorn, dreimal die C, dreimal das C, 68. Auch der hat 7,95 € gekostet und ihr könnt das Einhorn wirklich so zusammensetzen, wie ihr das haben möchtet. Und gerade das finde ich mega cool. Das heißt, ihr habt ganz viele Stanzen für den Preis, ne? Und dann haben wir einmal das Flower Unicorn. Oh, jetzt versagt meine Stimme. Das ist dreimal das C und die 70. Das ist halt das Einhorn mit den ganzen Blütenblättern. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf, das zu benutzen. Und auch das hat gekostet 7,95 €. Dann durften noch mit ein paar Stempel. Wir fangen mal an mit den Gummistempeln. Und zwar habe ich mir hier einen Hintergrundstempel geholt, so einen großen. Das ist das Cutty Doodle Background. Und zwar ist das das BKG 1 oder L. Nein, ich glaube 1 ist das. Da habt ihr ganz viele Wolken, Cupcakes, Regenbögen, Sterne, allen drum und dran. Und fand ich mega süß. Freue ich mich auch schon drauf. Das hat jetzt gekostet, Cutty Doodles, 13,95 €. Und ja, ich mag es richtig gerne leiden. Dann habe ich mir das Little Unicorn geholt, ja, wo ich nicht drauf aufgepasst habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dies hier ist nicht so groß, wie es hier drauf ist. Das ist nämlich auch nur so ein kleines. Das heißt, ich habe dieses Einhorn jetzt doppelt.
Was jetzt nicht schlimm ist. Entweder werde ich das als Silikonstempel verschenken. Ich habe jemanden dafür. Ja, ich denke, das werde ich auch machen. Also das werde ich weitergeben an einen anderen Einhorn-Fan. Der kleine hat gekostet, Little Unicorn, 6,95. Deswegen, da wird sich diejenige auf jeden Fall drüber freuen. Es geht auf jeden Fall an eine von meinen beiden Ladies. Die Artikelnummer ist die CCDR minus 3 mal die 0 und 1. Das ist das Little Unicorn. Ja, dann haben wir hier das Stempelset mit Einhörnern. Fand ich mega süß. Und dies hier, das ist der Oberhammer, wie das so rumhüpft. Finde ich cool. Und das ist das Stempelset Unicorns CCD minus 0125. Ist das Party Unicorns? Ja, ich glaube. Das hat, nein, das ist das normale Unicorns. Das hat 14,95 gekostet. Ist jetzt nicht gerade günstig, aber ich habe mit der Qualität von CC Designs echt gute Erfahrungen gemacht. Und wenn mir dann wirklich was gefällt, wie gerade hier diese Einhorn-Dinger, bin ich auch gerne bereit, da ein bisschen mehr für auszugeben. Und ich finde sie einfach total niedlich. Dann ist noch ein Einhorn-Set. Und zwar ist das Party Unicorns. Ist die CCD minus 0141. Da habt ihr hier halt einen Luftballon. Oh, sorry für die Unterbrechung. Auf jeden Fall haben wir da den mit dem Luftballon. Das Einhorn, was aus dem Geschenk gekrochen kommt. Dann mit einer Torte. Und das mit den Cupcakes. Dann noch halt hier die Sprüche. Have a magical day. Surprise. Party like a unicorn. Also mega, mega cool. Auch das hat 14,95 gekostet. So, und ihr kennt mich. Der eine oder andere wird schon wissen, was jetzt kommt. Und zwar habe ich meine Nuro Drops wieder vergrößert. Ich möchte sie ja gerne ganz alle haben, weil ich finde sie einfach mega cool. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Man hat wirklich, wenn man mal wirklich keinen passenden Glitzerstein hat, gehen die Nuro Drops halt immer, ne? Das ist das Schöne. Diesmal sind es 6 Stück geworden. Das sind die jetzt von meinen restlichen, die mir noch fehlen, lieferbar waren. So, und zum einen haben wir einmal hier das Crystal Drops Gloss Dandelion Yellow. Das ist ein richtig schönes, kräftiges Gelb. Finde ich sehr schön. Dann habe ich das Crystal Drops Gloss Buttermilk. Ja, das ist so ein, ich habe ja gesagt, fast ein Hautton. So eine Mischung aus leichtes Rosé und leichtes Gelb. Dann haben wir das Gloss Plum Pudding. Das ist ein helles Lila. Dann haben wir hier noch einmal ein Metallic Caramel Cream. Auch ein sehr schöner Farbton. Dann haben wir das Crystal Drops Wisteria Purple. Das ist auch so ein Metallic Ton. In einem Lila mit einem, ja, ich hätte beinahe gesagt, Silberschimmer, ne? Ich werde die gleich, wie gesagt, mit euch nochmal auftragen auf meine Übersicht, auf meine Switchlist. Und dann haben wir hier noch das Gloss, das Midnight Blue. Ein richtig schöner, dunkler Blauton. So, werde ich gerade einmal meine Listen mal einmal gucken, wo sie drauf kommen.
anderen Kram beiseite. So, zum einen haben wir das Dandelion Yellow. Ne, wir fangen hier oben an. Das ist das Buttermilk. Ich hoffe, ihr könnt es soweit. Ich hole euch mal noch ein bisschen runter. Dann könnt ihr das eventuell sogar sehen. Also ein richtig schönes, zartes Gelb, Rosa. Dann haben wir hier das Wisteria Purple. Das ist dieses hier. Das ist das helle Lila mit dem Silberschimmer. Ja, ich würde sagen Silber. So, Navy Blue habe ich nicht. Crushed Gelb nicht. Dann haben wir hier das Midnight Blue. Da. Ich versuche es so zu machen, dass ihr das auch sehen könnt. Auch ein wunderschöner Farbton. So, dann haben wir das Dandelion Yellow. Oh, das sitzt so. Einmal mit meinem Nadel durch. Das kann schon mal passieren, also da kann man immer mal das Pech haben, dass sie ein bisschen angetrocknet sind. In dem also das ist dann hier, wo bin ich denn da? Hier innen drin ist das angetrocknet. Durchgeschoben. Jetzt brauche ich ein Tuch. Das hat halt immer mit dem Füllen zu tun. Ob sie nach der Füllung halt schnell wieder zugedreht sind. So. Der Klumpen ist raus. Auch ein sehr schöner Farbton. So, dann haben wir noch. Ob hier jetzt noch eins bei ist. Caramel Cream. Das ist hier zum Beispiel schon gar nicht mehr mit drauf. Das heißt, ich nehme dann meine Liste, wo ich noch was dazu schreiben kann. Bei den anderen beiden. So, und zwar. Haben wir die bin ich jetzt da bin ich 692N. Das ist ein Metallic. Caramel. Green.
So, und dann haben wir ja noch das Plum Pudding. Das ist ein Gloss. Pudding. So. Ja, das war's dann auch schon. Ich denke, ich werde bei dem Video jetzt hier stoppen. Ich weiß, ich warte immer noch auf was von Ali, aber ich weiß nicht, wann es kommt. Es darf noch bis 29. April, sollte es eigentlich da sein. Ob es pünktlich ist, ist immer so die Frage für sich. Aber das werde ich euch dann separat in einem kleinen Haul nochmal zeigen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine kreative Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.